Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute gibt es wieder ein leckeres Rezept, einen kleinen Reiseintopf und jetzt bellt mein Hund im Hintergrund und zerstört die Aufnahme. Egal, wir machen jetzt einfach weiter. Vorab möchte ich ganz kurz etwas zu meinen Videos sagen. Ich bekomme ab und zu mal E-Mails mit der Anfrage, warum denn das alles so langgezogen ist, warum ich die einzelnen Zutaten als Videomaterial einbinde in meinen Videos und ich könnte doch die Rezeptdauer oder beziehungsweise diesen ganzen Kochvorgang auf wenige Minuten reduzieren, wenn ich nicht immer alles einzeln ins Kleinste erklären würde. Das ist ganz einfach zu sagen und hier kommt jetzt meine Erklärung. Kochkanäle gibt es bei YouTube ohne Ende. Jeder kocht und jeder brät da und alle bemühen sich und sicherlich gibt es 100-mal bessere Rezepte wie meine. Aber ich möchte mich mit meinen Videos einfach an diese absoluten Beginner, an die absoluten Anfänger für Rezepte und für das Kochen, die sich dafür begeistern, die möchte ich gewinnen. Und wie ich angefangen habe zu kochen, war es für mich immer problematisch, gewisse Dinge überhaupt zu wissen. Also das heißt, gut, eine Knoblauchzehe und eine Zwiebel, die kennt jeder, ja. Aber nicht jeder kennt ein Avocado oder eine Zucchini. Das ist halt so, ja. Und wenn ich das in meinen Videos einbinde, in Form von Bildern und eine kleine Beschreibung dazu gebe und vielleicht auch erkläre, was diese Frucht oder dieses Gemüse überhaupt an Vitaminen hat, wozu es gut ist und was für heilende Wirkung das auch haben kann, dann denke ich, bin ich auf den richtigen Pfad. Denn nicht jeder weiß, wie sowas aussieht. Und wenn er ein Bild dazu hat, zu den Zutaten, dann ist es auch leichter für denjenigen, sowas im Supermarkt zu finden. Denn wer nicht weiß, wie zum Beispiel eine Avocado aussieht oder wer nicht weiß, wie eine Süßkartoffel aussieht, der wird sich im Supermarkt, wenn er nicht fragt, sich da wirklich dumm und dämlich suchen, weil er kein Bild im Kopf hat. Wenn man weiß, wie so ein Ding aussieht, dann weiß man, nach wo man gucken muss und findet sowas beim Einkaufen einfach schneller. Und deswegen mache ich das, deswegen gebe ich mir Mühe, anhand von Bildern auch die Zutaten zu erklären und zu zeigen, was das überhaupt ist. Ja, das macht mir Spaß und das ist eben halt die Philosophie, die dahinter steckt, wirklich den einzelnen absoluten Kochanfänger vielleicht ein Rezept mal auszuprobieren, an den er sich sonst nicht herangewagt hätte. Wen das nicht gefällt und wen das zu langwierig ist, der kann ganz einfach vorspulen. Daran hindert einen ja keiner. Und somit könnte man das Video sich selbst abkürzen. Also ich werde das so weitermachen. Ich werde bis ins kleinste Detail versuchen zu erklären, wie es geht. Ich werde auch weiterhin den Kochvorgang filmen und dokumentieren. Ich denke, der ein oder andere ist da ganz glücklich drüber und derjenige, der das alles kann und weiß, der spult einfach vor. So einfach ist das. So, das war jetzt mein Vorwort. Genug der langen Gesabbelei. Jetzt geht's los, jetzt beginnen wir zu kochen. Unsere Erbsen haben einen großen Anteil von Beta-Carotin. Beta-Carotin sorgt zum Beispiel für gesunde Hautfarbe. Ja, das ist auch eine vielleicht ganz gute, interessante Geschichte für Leute, die immer sehr blass sind. Beta-Carotin macht die Haut angenehm. Zum anderen haben die Wurzeln, oh mein Gott, jetzt ist schon der erste Haspler da, nicht die Wurzeln, sondern die Erbsen, einen sehr hohen Anteil von Mineralstoffen und einen sehr großen Anteil von Vitamin B, was auch sehr wichtig für unseren Körper ist. Erbsen haben außerdem einen sehr geringen Kalorienanteil. Auf 100 Gramm kommen durchschnittlich nur 80 Kalorien. Des Weiteren haben Erbsen sehr viel Magnesium, Eisen, Calcium und Zink, was für unseren Körper auch unerlässlich ist.
Also ist die Erbse rundum ein ganz gesundes Gemüse. Kommen wir zur nächsten Zutat, die Cashewkerne. Cashewkerne werden von Sportlern bevorzugt, denn diese wunderbare Nuss ist reich an Proteinen, was für Sportler immer sehr wichtig ist. Außerdem ist der Cashewkern unglaublich reichhaltig an ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Daneben sind Cashewkerne eine gute Magnesiumquelle und auch die Phosphateinheiten sind in den Cashewkernen sehr hoch angesiedelt. Diese mineralstoffreiche Cashewkernsubstanz ist wichtig für Muskelaufbau, Nerven, Zähne und Knochenstruktur. Cashewkerne sind rundum gesund. Kommen wir zum nächsten Superfood im Englischen. Aber weil wir einen deutschen Kanal haben, sagen wir es einfach mal in Deutsch. Wir kommen jetzt zum nächsten super gesunden Gemüse. Die Zucchini zeichnet sich besonders dadurch aus, dass sie reichhaltig an Calcium, Magnesium, Eisen, B-Vitaminen, Vitamin A, Provitamin A und Vitamin C ist. Zucchini haben nur 19 Kalorien auf 100 Gramm, was sehr wenig Kalorien sind, was diese Frucht zum reinen Power-Gemüse macht. Kommen wir nun zum Ingwer, die Powerknolle, die es in sich hat. Ingwer enthält reichlich Vitamin C, darüber hinaus Magnesium, Eisen, Calcium, Kalium, Nitrat, Nitrum, Papap und Phorus und Phosphor. Sie wirkt antibakteriell. Die Superknolle verhindert die Verbreitung von Viren. Und darüber hinaus ist sie ein optimales Ernährungsmittel für das Gleichgewicht der Darmflora. Zur Zitrone muss man wahrscheinlich nicht ganz so viel sagen. Die Zitrone enthält sehr viel Vitamin C, bis zu 50 Milligramm pro 100 Gramm Zitrone. Und sie ist dadurch ein super Unterstützer für das Immunsystem. Darüber hinaus, und das wissen die wenigsten, verbessert die Zitrone auch die Eisenaufnahme im Körper, was ebenfalls für ein starkes Immunsystem sehr wichtig ist. Brauner Reis liegt durch seinen Ballaststoffgehalt länger im Magen und fordert unser Verdauungssystem deutlich mehr Enzymarbeit ab, bis er seine Inhaltsstoffe für die Zellen und Gewebe freigibt. So hält das Sättigungsgefühl länger an und der Heißhunger bleibt weg. Pilze sind sehr gesund. Für unsere Gesundheit haben sie viele Vorteile zu bieten. Einerseits enthalten sie fast kein Salz, sind cholesterinfrei und zudem ausgesprochen kalorien- und fettarm. Sie gehören zu den Powerlieferanten für wertvolle Vitalstoffe. So sind sie zum Beispiel eine wichtige Quelle für die Versorgung unseres Körpers mit Eiweiß oder Vitamin B bzw. B-Vitamingruppen. Darüber hinaus enthalten sie auch beachtliche Mengen an Mineralien, Spurenelemente und Ballaststoffe. All das zusammen macht den Pilz zum Powerfood. Auch die Frühlingszwiebel oder Lauchzwiebel genannt ist sehr gesund. Sie ist genauso gesund wie ihr großer Bruder. Ja, und enthält auch die gleichen Inhaltsstoffe. Zum Beispiel Vitamin B, C, E, Kalium, Calcium, Eisen und Beta-Carotin. Wieder haben wir das Beta-Carotin. Beta-Carotin macht die Haut braun. Ja, Leute, also die Frühlingszwiebel ist auch ein super gesundes Ernährungsmittel. Man soll es kaum glauben, aber Sojasauce ist auch gesund. Die traditionell hergestellte Sojasauce enthält viele Aminosäuren und relativ viel Eiweiß, aber dabei nur ganz wenig Kalorien. US-Forscher fanden heraus, dass die dunkle Sojasauce
etwa zweimal so viel Antioxidantien enthält wie zum Beispiel Rotwein. Zu viel Salz ist ungesund, das kennt man. Aber zu wenig Salz ist ebenfalls ungesund. Denn Forscher haben herausgefunden, dass ein zu geringer Salzkonsum die Herzinfarktrisiko erheblich steigert und somit die Sterblichkeitsrate erhöht. Eine ausgewogene Ernährung und ein ausgewogenes Verhältnis zum Salz ist folglich gesund. Pfeffer ist gesund, man sollte es kaum glauben. Es ist nicht nur scharf, sondern es ist tatsächlich gesund. Pfeffer hilft bei Magen- und Darmbeschwerden. Selbst die Griechen wussten das schon. Der griechische Arzt Gallinus von Pergamon, der zwischen 131 und 201 lebte, wusste bereits, Pfeffer ist gesund. Denn dieses Gewürz kann bei Verdauungsbeschwerden und Blähungen eingesetzt werden. Kommen wir jetzt zu der letzten Zutat. Übrigens, die genauen Mengenangaben werde ich euch natürlich in der Videobeschreibung unten mit hineinschreiben, damit ihr auch wisst, wie viel ihr von etwas von den ganzen Dingen braucht. So, kommen wir zum Olivenöl. Olivenöl ist reich an Antioxidantien und einfach ungesättigte Fettsäuren. Seine Inhaltsstoffe verleihen dem Öl zahlreiche gesundheitsfördernde Eigenschaften. Und Olivenöl ist einer der gesundesten Öle, die es überhaupt gibt. Wir nehmen unsere drei Zucchini und schneiden erstmal unten den Strunk ab. Dann werden wir die Zucchini in runden Scheiben schneiden. Und wenn wir das getan haben, dann würfeln wir sie. Da ich natürlich faul bin, benutze ich wieder meine kleine Würfelmaschine. Den Namen will ich hier mal einfach nicht nennen. Aber ich glaube, jeder weiß, was das ist. Und das Ding kriegt man in nahezu jeden Supermarkt. Ja, das ist eigentlich eine super Sache. Das hat mir schon sehr viel Schneidereien und Schnippeleien erspart. Als nächstes schnappen wir uns eine frische Zitrone und pressen sie gründlich aus. Den Saft der Zitrone stellen wir vorerst mal zur Seite. Als nächstes nehmen wir 4 Lauchzwiebeln oder auch Frühlingszwiebeln genannt und schneiden diese von oben bis unten in kleinen Ringen. Unten natürlich erstmal die Wurzeln abschneiden, das ist klar. Aber alles andere bis oben zum letzten Zipfel werden wir jetzt in kleinen Ringen schneiden. Widmen wir uns jetzt den Ingwer. Wir brauchen ungefähr ein Stück so groß wie ein Daumen. Diesen schneiden wir aber nicht, sondern, wenn ihr habt, mit einer kleinen Raspel wirklich den Ingwer aufreiben, so dass er wirklich pulverisiert wird. Auch den jetzt erschaffenen Ingwerbrei stellen wir zur Seite. Beschäftigen wir uns jetzt mit dem Knoblauch. Den pressen wir mit einer handelsüblichen Knoblauchpresse. Als nächstes kommen wir nun endlich zu unserem leckeren, frischen Parmesankäse. Wenn es geht, nicht einen aus einer Tiefkühltruhe kaufen, wirklich vielleicht zur Käsetheke gehen und sich mal ein gutes Stück Parmesan gönnen. Denn es macht wirklich einen Unterschied, ob man einen billigen aus der Kühlung kauft oder einen von der Käsetheke. Ihr werdet überrascht sein, wie lecker dieser Käse schmecken kann. Mit einer kleinen Reibe zerreiben wir den Parmesankäse zu feinen Staub. Den brauchen wir anschließend, um es in unserem Reisgericht unterzuheben. Und da können wir große Stücke nicht gebrauchen, also versucht den Käse so fein wie möglich zu zerreiben. Unsere Cashewkerne zerkleinern wir am besten mit einem Mörser. Wer keinen Mörser hat, kann es natürlich auch mit dem Messer versuchen und einfach die Nüsse mit dem Messerrücken oder wie nennt man das? Mit der Klinge zerdrücken, so wie ich das hier im Video auch mache. Das funktioniert recht gut. Die Nussstückchen brauchen auch nicht zu klein sein, dann findet man sie nachher nicht wieder. Man möchte ja beim Essen so einen kleinen Biss von der Nuss spüren
Und ja, in der Größe, so wie ich das hier mache, ist das eigentlich optimal. Jetzt fangen wir ein bisschen an zu zaubern. In einem Topf, der groß genug ist, dass circa 4 Beutel Reis hineinpassen, erhitzen wir ein bisschen Olivenöl, gutes Olivenöl bitte. Und dann braten wir den Reis ganz kurz da drinne an. Das hat nämlich eine ganz besondere Bedeutung. Und zwar spaltet sich der Reis nach kurzer Anbratzeit ein bisschen auf und kann das Wasser, was wir gleich hinzugeben, besser aufnehmen. Wir brauchen auch keine Hitze mehr. Das heißt, nachdem der Reis jetzt gleich angebraten ist, fülle ich Wasser hinzu. Schalte den Herd wirklich auf allerkleinste Stufe. Das ist bei mir Stufe 1. Das ist praktisch nur noch eine Warmhaltefunktion. Und dann zieht das Wasser komplett in den Reis hinein. Und wenn das Wasser weg ist, ist der Reis fertig. Ohne dass er anbrät, ohne dass irgendwas passiert. Eine ganz wunderbare Methode. Das schauen wir uns jetzt mal an in der Zeitraffer. Und noch etwas, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Wir brauchen immer die doppelte Menge an Wasser, als wie wir Reis haben. Das heißt, ganz einfach, in diesem Fall haben wir hier 500 Gramm Reis und aufgefüllt wird es dann mit 1 Liter Wasser, kaltem Wasser. Und dann, wie ihr sehen könnt, ich habe meine Härte jetzt zurzeit auf 2 runtergestellt, also die vorkleinste Stufe, dass das so leicht vor sich hin köchelt. Und nach einer halben Stunde, je nachdem, wie gut euer Reis gespalten, aufgespalten ist durch das Anbraten, so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde später, ohne was zuzutun, ohne großartig umzurühren oder aufzupassen, es kann nichts anbrennen, fertig. Ist der Reis fix und fertig? Unser Reis ist jetzt erstmal fertig und wir stellen ihn beiseite. Den brauchen wir später nochmal. Als nächstes haben wir wieder einen neuen Topf, in dem wir etwas gutes Olivenöl erhitzen und dann unsere soeben zerriebenen Nüsse dort drinnen anbraten. Danach unser schönes Ingwermus mit anbraten und wenn das so eine goldbraune Farbe bekommen hat, dann hauen wir die gewürfelten Zucchinis mit rein und braten das auch schön an, so dass alles so richtig schön glasig wird und ein bisschen Pep bekommt. Im nächsten Schritt fügen wir dann unsere Pilze hinzu und unsere tiefgefrorenen Erbsen. Und natürlich nicht vergessen unsere Lauchzwiebeln, die wir zuvor ja in den kleinen Ringen geschnitten haben. Und wenn das alles in dem Topf ist, dann braten wir das alles zusammen nochmal so circa 5 bis 10 Minuten an. Bei kleiner Flamme, macht das nicht zu heiß, sonst verbrennen euch unten die Nüsse. Das hört sich auch komisch an. Dann verbrennen euch unten die Nüsse. Okay, also. Auf kleiner Flamme vor sich hinschmoren, 10, 15 Minuten, so dass das Gemüse nicht zu weich wird, aber auch nicht zu hart ist, also einen leichten Biss hat. Nachdem wir das jetzt alles schön schmoren lassen hatten, werden wir den Reis dazugeben und rühren es ordentlich um. Und ganz zum Abschluss, wenn es fast fertig ist, das Gericht. Naja, wir sind jetzt eigentlich schon, wir sind fertig, muss man sagen. Also die letzten 2 Minuten vom Kochvorgang her führen wir noch unser schönen Parmesankäse hinzu. Ja, also der darf nicht zu lange mit braten oder kochen, sonst verliert er irgendwie seinen Geschmack. Das ist nicht so schön. Also der soll noch richtig frisch sein, wenn er da eingefügt wird und heben den auch unter diese ganze Masse. Ja, und dann sind wir fertig. Dann sind wir mit unserem Superfood fertig. Das ist das perfekte Ernährungsmittel oder Nahrungsmittel oder das perfekte Gericht für nach die Weihnachtszeit. Denn hier sind nur gesunde Dinge drinne und wenn man nicht den ganzen Topf aufisst, macht es auch nicht dick.
abschmecken tun wir die ganze Sache jetzt dann zum Schluss noch einmal mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Ganz nach Belieben, so wie ihr es mögt. Das müsst ihr also selber wissen, wie viel Salz und Pfeffer ihr da einfügt. Und ganz wichtig, das hätte ich nämlich beinahe vergessen, unsere Sojasauce. Auch nach freiem Belieben, also das müsst ihr einfach mal ein bisschen was reinkippen, umrühren und probieren. Und wenn es euch schmeckt, dann ist es gut. Ansonsten einfach nachwürzen. So, und ab jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich wieder verabschiede. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bitte abonniert meinen Kanal. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr es nachgekocht habt. Wie hat es euch gefallen? Hat es geschmeckt? Würde mich persönlich sehr interessieren. Ja, und aktiviert die Glocke, unterstützt mich ein bisschen. Ich freue mich über jeden neuen User.